Na, heute mal ohne Murren, da schauen wir eine an. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls Prepare to Die Edition mit der Maya mir hier in Izalith. Nicht Izalith oder was auch immer, Izalith müsste zutreffen. Deswegen das H am Ende, das wird wie ein F ausgesprochen. Egal, ja, hier sind wir. Wir laufen direkt hier mal rüber. Wird nämlich was Längeres heute, befürchte ich. Warum? Izalith ist kompliziert. Naja, was heißt kompliziert? Weniger kompliziert, sondern eher es vergibt nichts. Will ich gar nichts. Machst du einen Fehler beim Bosskampf, dann war es das. Du hast einen ziemlich scheiß nervigen Laufweg. So. Habe mir heute einiges vorgenommen und zwar möchte ich die ganze Serie noch gar abschließen. Was heißt, ich werde heute den Rest aufnehmen. Es ist nicht mehr viel. Und auch heute ist zwar wieder so ein elendig warmer Sommertag, aber da pfeife ich mittlerweile drauf, weil sonst kommt man ja zu gar nichts. Jo, genau. Noch mehr. Halt ihr hässliche Christbaumkugeln. Komm mal her. Komm mal her. Genau. So. Also wenn wir schon mal hier sind, den brauchen wir gerade nicht mehr. Hoffentlich brauchen wir ihn nie wieder. Nehmen wir den goldenen Schlangenring. Nehmen die Kiste. Und unser Item-Fundglück ist bei 300. Wir könnten höchstens noch ein bisschen Menschlichkeit draufpacken. Daran soll es jetzt eigentlich nicht scheitern. Genau, Moment und einmal da. Das sollte es eigentlich tun. Warum? Die Typen da, die können rote Brocken oder gar eine rote Scholle droppen. Nein, mach das nicht. Können sie, machen sie natürlich nicht immer. So, Ruhe weg. Maske drauf. Laufen. Da oben ist ein NPC. Eine der Töchter des Chaos. Bei der wollen wir uns nicht lange aufhalten. Warum? Wegen ihm hier. Den kennen wir ja schon. Na? Tolle Vorstellung. So, dann droppen wir nochmal was. Solltest du noch irgendwas zu droppen haben? Ne? Na dann. Gut, dann nehmen wir wieder unsere schicke, schöne Kiste. Menschlichkeit, da würde ich jetzt erstmal keine weitere nehmen, weil. Ja. Nee. So, hi. Dropp doch mal was, das wäre doch schön. Ja, also, siehst du, geh doch. Roter Brocken, genau das wollte ich doch. Brauche ich ja sogar. Hier haben wir noch eine Kiste mit einer Büromantie. Chaos Feuerpeitsche. Und nun sind da Steine tatsächlich. Das sind Steine. Da brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir das hier. Sanctus mal, dass wir ein bisschen Leben regenerieren. Da geht's zum Boss. Da gehen wir aber noch nicht hin. Ich mache doch keine 5-Minuten-Folge. Ne, das wäre ganz bestimmt auch so keine 5-Minuten-Folge. Alleine aus dem Grund schon, weil das Chaoswesen, das Bed of Chaos, wie es auf Englisch heißt, eine ziemlich miese Drecksau ist. Passt man einmal nicht auf, steht man einmal ein bisschen zu weit links, ein bisschen zu weit rechts, dann fegt es dich einfach mal so von der Kante und du bist tot. Unschön.
Man darf den ganzen Laufweg nochmal gehen. So, ich möchte... Habe ich was übersehen? Nein. Gut, dann möchte ich gerne mal hier landen. Ah, hab er es erwischt. Zu langsam, komm her. Komm her. Oh, dann jage ich dem Blitz in ein fettes Arschloch. Anscheinend gefällt ihm das wohl. Hier will mir ein Arsch entgegenstellen. Ja, mehr Blitz in den Arsch. Schnell mehr. Genau da hast es. So. Komisches Zeug hier unten. Naja. Dann haben wir hier noch was. Oder? Natürlich. Ich lasse nichts liegen, keine Sorge. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Questline. Eine etwas verzwicktere Questline, wenn ich ehrlich bin. Die kann man leicht vermurksen. Vor allem, weil sie halt echt blöd zu lösen ist. Sanctus macht sein Ding. Da brauchen wir keine Sorgen machen. Das Schild ist gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, in Kombi mit dem Wunder hier, mit Auffrischung. Ja, da ist es echt brauchbar. So, hi. Hallo. Stirb. Danke. Und du auch. So, dann sag ich mal, wo es dahin geht. Kennt ihr das noch? Wenn man da geradeaus vorgeht, da ist ein Titanidämon, ich weiß, aber auf den will ich es jetzt nicht anlegen, den zu töten, weil der ist ziemlich stark, hat ziemlich viele Lebenspunkte und ich brauche das Dämonen-Titanid gerade nicht. Geht man da geradeaus vor, hinter ihm ist dann der Tunnelgang, wo man Solaire getroffen hat, wo er am Boden saß, ihr wisst ja, eins oder zwei Parts vorher war das, oder drei, oder irgendwann halt. Jo, hier links halten, seht ihr, dann ist man da safe. Und da unten sieht man doch was stehen. Irgend so ein Rübengewächs. Nee, das ist Siegmeier. Siegmeier. Ich komme da immer durcheinander, es sind zu viele Siegs. Siegwart, Siegmeier, Hi. Bitte noch nicht sprechen, Siegmeier. Ich kümmere mich mal kurz um das Problem. Ich habe keinen Bogen dabei, oder? Doch. Oh, Gott sei Dank. Hoffentlich genügt es. Hä? Naja, es ist besser als nichts, würde ich mal sagen. So, jetzt wechseln wir mal eben zu den Standardpfeilen. Eine tolle Idee. Ja, und was mache ich jetzt mit dir? Holzpfeile, aber die machen ja noch weniger Schaden. Ich muss sie zumindest über die Hälfte bekommen, dass sie so ziemlich ein One-Shot sind für mich. Hopp, jetzt zuckt er nochmal. Komm, zuck mal. Danke. Du noch einen.
Du noch einen. Oh, sicherheitshalber du noch einen. Guti. So. Nehmen wir mal den Elfenbein-Talisman. Ich muss unbedingt noch lila Moos. Habe ich da überhaupt noch was? Ja, natürlich. Ausrüsten, Auffrischung casten. Jetzt muss alles ein bisschen zügiger gehen. Hi. Genau. Er wird uns halt jetzt wohl den Weg ebnen, hat er zumindest gemeint. Nein! Sie haben ihn gekillt! Ah, egal. Dann ist seine Quest dann halt wohl leider oder übel beendet. Was will ich tun? Haben sie ihn einfach mal ganz dreist gewonshottet? Was will ich tun? Naja, ist wie es ist. Oh, und sie haben meinen Talisman zerfickt. Schön. Tolle Tiere. Ja, komm mal her. Drop wenigstens einen roten Brocken. Aua. Roter Brocken, habe ich gesagt. Arschloch. Hier. Achtung, nicht in die Schächte hier fallen. Das wäre tödlich. Auch wenn ich mich schon immer gefragt habe, was der architektonische Sinn hinter solchen ultra tiefen Löchern war. Keine Ahnung. Vermutlich haben da die in Iseliv ihre... Was ist das für braune Masse, in der ich gerade laufe? Ach, egal. Lass mal stecken. Ja. Wir müssen, glaube ich, die Seite wechseln, ja? Genau, wir müssen hier rum. Darüber. Es stört mich, dass mein Talisman jetzt kaputt ist. Ich mag das nicht. Ist er richtig kaputt? Nee, er geht sogar noch. Moment, dann kann ich doch da was tun, oder? Hab ich? Komm, ich hab doch, oder? Na, ich muss doch. Ich hab nicht. Oh, ich hab nicht. Ich hab tatsächlich nicht. Kein Temperaturpulver. Verflucht. Das ist Optik. Das muss passen. Gut. Hi. Stirb. So, dann nehmen wir mal einen lila Moosklumpen. Noch ein roter Brocken. Achso, da unten war eine Scholle übrigens. Dennis. Habe ich das kommentiert? Ich weiß es gar nicht. Wenn, dann. Ja, da unten war eine Scholle drin. Yay. Und so. So, jetzt gehen wir nochmal hier runter, rollen. Ich finde es auch schön, dass oben sogar der Talisman extra angezeigt wird, dass du weißt, ey, dein Talisman ist kaputt. Nicht dein Schwert, nicht dein Schild, so. Nee, dein Talisman ist im Arsch. Das ist schön. Und das ist so wie, guck mal da, immer noch kaputt. Schau mal, immer noch. Hey, schon gesehen? Immer noch kaputt. Ja, hab's gemerkt. Ich seh's. Ist ja nicht so übersehen, der rote Pfeil. Gut. Es wird sich jetzt auch gleich zeigen, ob es eine gute Idee war. Wir müssen hier entlang. Dann hier entlang. Hier entlang. Diese Wurzel hier entlang, hier hoch, da geradeaus, sehr schön. Und sind wir schon wieder oben. Es ärgert mich ein bisschen, dass Sigma ja gerade gestorben ist, weil so hätten wir noch eine Scholle bekommen, glaube ich, eine graue. Aber was will man tun? Man hat es ja gesehen, was passiert ist. Einfach mal instant tot. Da, dort. Okay. Jetzt wird's lustig. Ja, das wird es wohl tatsächlich werden. Ich muss eine Sekunde noch warten, bis meine Lebensenergie voll aufgeladen ist. Hier kann ich schon mal den Ring wechseln zu mehr Ausdauer. Ich werde die Ausdauer so bitter nötig brauchen. Und
Graswappenschild. Einmal trinken. Und auf geht's. So, jetzt kommt's. Das Bit of Chaos. Das Chaoswesen von Isolith. Genau. So nennt sich das gute Ding. Drift, 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 drift. Zack. Wird sich zeigen, ob es eine gute Idee war, besagten Bus in aller Herrgottsfrühe zu machen. Soll das werden? Das ist doch einfach. Das ist doch wirklich einfach. So. Ich mach den übrigens mit der Neuladen. Du exploitest dir. Hatte ich ja vor kurzem auf Part 2 von Dark Souls 3 vom Let's Play so einen lustigen kleinen Kommentar, dass ich ja es ja nicht würdig bin, diese Spiele zu spielen. Lustig, oder? Also ich meine, würdig, ich meine, sind Souls-Spiele eine Lebensphilosophie, eine Notwendigkeit, ein Sinn und Bestandteil eines Lebens oder sind sie einfach nur ein Spiel? Ich würde wohl eher sagen, letzteres. Meine Güte, gibt es da geistesgestörte Leute. Weil ich im Part 2... Moment, Party beenden. Weil ich in Part 2 den Trick gezeigt hatte, wie man mit dem Meisterschwertkämpfer die Tänzerin ganz früh schon schaffen kann. Da, ich habe ja damals schon gesagt, das kann sein, dass es bald gepatcht wird. Aber ich wollte es halt zeigen und einigen hat es da wirklich geholfen, haben es mir drunter geschrieben. Und das freut mich. Weil man, hey, es geht ja um Spaß haben. Ja, und daran hat sich wohl aufgehangen. Irgendwas hat er noch gemeckert am Anfang. Ja, am Anfang mit Bloodborne. Und da denke ich mir, Bloodborne, was soll ich da gesagt haben? Weiß ich nicht. Dann artikulier dich erstmal vernünftig, Bubi, dann können wir weiterreden. und ja, da dachte ich mir auch nur. Mit Kindern streite ich mich gar nicht erst rum. Kommentar gelöscht. Fertig. Oder habe ich ihn... Habe ich nur den Kommentar gelöscht oder habe ich ihn direkt auf alle Kommentare für immer ausblenden? Dann kann er zwar was schreiben, das sieht aber kein Schwein mehr. Nie mehr. Oh, und das ist gut für mich. Und ich werde jetzt wohl... Au, nein, 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 aua, geh von dem Loch weg, Maya. Geh von diesem dummen, blöden Loch weg. Au, aua. Ich hab's geschafft. Hör auf nach mir zu hauen, ich mag das nicht. Zupf. Ich glaube, es ist wichtig, in welche Richtung ihr schaut, weil das Chaoswesen haut euch ja zurück, wenn es euch mit der Hand erwischt. Und ihr fliegt immer geradewegs in Rückenrichtung. Also sprich, schaut ihr nach links, werdet ihr nach rechts hinten wegfliegen. Schaut ihr nach rechts, umgekehrt das Ganze. Ich glaube, ihr habt verstanden. Also wenn ich jetzt hier getroffen werden würde, würde ich nach hinten links wegfliegen. Also immer eine Kerzengerade in Richtung Rücken. Deswegen ist es wohl sinnvoll, den Löchern immer so, sich immer so zu positionieren, dass man von den Löchern wegfliegt. Mir gerade auch aufgefallen und dachte, ich muss die Erkenntnis direkt mal teilen. Schien mir eine ganz gute Erkenntnis. Jo. Trinken. Und jetzt ist die letzte Gelegenheit, wo wir es verpatzen können. Es ist möglich. Ich habe das schon öfters geschafft. Aber lass uns mal das Beste hoffen. Ansonsten bin ich es nicht würdig, die Soul-Spiele zu spielen. Ja, ich bin ja jetzt so betroffen. Ich habe noch nie etwas in Soul-Spielen vollbracht. Oh mein Gott, Jesus Christus. Aua. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's schon kapiert. Jo, würdest du mal was... Ja, genau, das ist gut. Und hier, danke. So, Wurzel, hier. Sehr schön. Warten, jetzt. Fein. Das war das Chaoswesen von Isolith. So ziemlich. Ich werde es natürlich stilgerecht mit einem Blitz in den Boden rammen. Oder auch nicht. So.
besser. Stirb, Hexe. Leuchtfeuer schon anzünden, Menschlichkeit kassieren, Sieg über Chaoswesen. Und nun teleportieren wir uns zu... Wir teleportieren uns nirgends hin. Erstmal, ganz wichtig, Ausrüstung reparieren. Ich muss sagen, Sanctus ist gar nicht mal so schlecht. So, dann Rüstung, Ausrüstung, Waffe verstärken. Hier, roter Brocken. Zack. Und eine rote Scholle. Zack. Bam. Bling. Na? Ich mein's aber auch. Feuerwaffe. Danke. Ursprünglich wollte ich eine andere Waffe benutzen, aber ich bin jetzt so meinem guten Claymore gewohnt. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht allzu böse. Es geht ja um Effektivität. Aufsteigen. Das wäre gar nicht mal so dumm, hä? Stärke. Wille. Wille. Nee. Doch. Nee. Doch. So. Mehr Schaden. Und wir teleportieren uns in. Habe ich, Moment, ich muss kurz nicht entfachen, was nachgucken. Habe ich den Ring? Finstermond-Seance-Ring. Okay, ja doch, dann ist alles gut. Teleportieren wir uns in Richtung... Anolondo. Den brauchen wir ja später, den Seance-Ring. Ich muss da noch farmen. Aber bekommen wir schon hin. So, die Folge ist 22 Minuten lang. Ich meine, das ist okay. Ich habe da alles abgedeckt. Sigi ist ja verreckt. Wurde vergast. Armes Schwein. Haben die Zwiebel getötet. Gut, aber wir haben so den nervigsten Gegner jetzt bisher widerlegt. Und dann sei mal Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Was heißt hier Schulterzucken? Natürlich sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Oh doch, das werden wir. Wir ziehen das jetzt durch, Maya. Scheißegal, was ist. Was denn? Was ist da oben? Ja, da gehen wir dann hoch, genau. Nein, eher wir gehen da hoch. Wolltest du wohl eher sagen. Na, sei nicht so bockig, da hoch. Weißt was, verabschiede die Leute und geh mir nicht auf den Sack. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch einen wunderschönen Tag. Wünschen euch die Maya und